Aber die Ehre, Satisfactory Freunde, wir machen heute ein neues Video, Thema Balancing. Mir kam im Stream die Frage, beziehungsweise ein Zuschauer hat natürlich die Frage gestellt, wie kann ich zwei unterschiedliche Produktionen, die am gleichen Band angeschlossen sind, beziehungsweise aus der ersten vorigen Produktion richtig anschließen kann, dass beide Sachen gleich gut aufgeteilt sind mit den Ressourcen. Wir gucken uns jetzt nochmal ganz schnell die eingehende Frage an. Tutorial zum Balancing. Beispiel, wie schafft man es, die entsprechende Fördermenge zwischen den Anlagen aufzuteilen. Wenn man für Anlage A 96,244 pro Minute Eisenbahn und bei Anlage B 101, zerquetschte Eisenbahn oder andere Beispiele, wenn man Rohstoffe aufteilen möchte, wenn man zwischen Gießerei und Schmelzerei Eisenerz in einer bestimmten Menge aufteilen möchte. So, das war die eingehende Frage. Diese wird hiermit nun beantwortet. Aber nicht in einem ganz kurzen Video, was diese Frage hier einzeln bedeutet, sondern ein, sagen wir mal, ein umfangreicheres, was jetzt auch mich des Öfteren schon umgetrieben hat mit der Frage, wie balance ich, vor allem, wann brauchen wir es, wo brauchen wir es, wo können wir es brauchen, gibt es Blueprints dazu? Natürlich gibt es Blueprints dazu. Und wenn dich das interessiert, wie das alles passiert und wie du am besten balancen kannst, dann bleib einfach dran, nach dem Intro geht's sofort los. So, als erstes gehen wir einmal dieser Produktionsfrage nach, des Zuschauers. Und zwar habe ich jetzt hier schon mal einmal was vorbereitet. Diese ist jetzt per Balancing alles angeschlossen. Soll jetzt nur heißen, dass wir das jetzt am Anfang so machen, so wie ich, beziehungsweise wie ich das jetzt hier am besten aufteile. Dazu haben wir hier einmal die ganzen Schmelzis in der Reihe aufgestellt. Hier drei Produktionen, die quasi überproduziert werden, beziehungsweise überbeliefert werden. Und hier Produktionen, die natürlich unterliefert werden. Das wäre jetzt natürlich zu einfach für ein ganzes Video hier nur diese Produktion zu erklären, sondern wir machen das jetzt einmal im Großen. Heißt, was würde man jetzt zum Beispiel hier in dem Fall machen, dass diese Produktion links und diese Produktion rechts am besten funktionieren würde? Die Antwort ist relativ einfach. Selbst mit so einem Unfolding-Geschichte wäre das relativ einfach. Wir bauen das jetzt einfach mal weg. Wir bauen den dafür weg. Diese zwei Förderbänder auch noch. Ich nehme jetzt nur eine fiktive Zahl. Also bitte jetzt nicht nachzählen. Und zwar würde das jetzt quasi dann so aussehen. Wir schließen unsere Produktionen, wo nicht genügend, beziehungsweise wo das Band natürlich jetzt nicht zu 100% ausgelastet ist und die Fördermenge natürlich ein bisschen geringer ist, beziehungsweise die Bewegungsmenge, die auf dem Band drauf ist, zu gering ist, heißt von einem, sagen wir jetzt mal zum Beispiel von einem Band, wo 60 die Minute durchläuft, also einem K1, du würdest das jetzt mit, sagen wir jetzt mal mit 25 Teilen die Minute einfach nur zufüttern. Das würde natürlich mit dem Aufteilen rechts, links und Splitting in dem Fall so natürlich auch wieder nicht hindern, so wie es jetzt hier drüben ist. Sprich, dass das alles nur so aufgeteilt ist. Weil da bräuchten wir dann, in dem Fall bräuchten wir dann sowas, was sich dann wieder aufteilt, wo alles exakt die gleiche Menge Rüben ankommt. Wenn man es natürlich auf die Spitze treiben möchte, mit dem Balancing, müssen natürlich auch hier diese Wege mit einberechnet werden. Weil der Weg von diesem Bar, von diesem kleinen Stück hier, was hier zu sehen ist, oder besser gesagt nicht zu sehen ist, geht hier natürlich schneller alles rein, als jetzt hier auf diesem Weg. Also, aber das ist ganz ehrlich, also irgendwo ist immer Schluss. Es geht ja hauptsächlich beim Balancing darum, dass die Splitter, die Rohstoffe, beziehungsweise die nächsten Produkte auf die nächsten Fabriken gleichmäßig verteilen. So, jetzt werden wir das erste Mal hier wegmachen, weil ich habe hier nämlich noch ein paar andere Sachen vorbereitet, um meine Theorie nachzugehen, was jetzt besser ist. Heißt, wie können wir am besten Sachen verteilen, was ist tatsächlich das Schnellere auf kurze Sicht gesehen und was ist das Bessere auf lange Zeit gesehen. Auf lange Zeit gesehen ist beides im Endeffekt gleich, weil ob du nun deine Fabriken so aufteilst, es ist natürlich so wesentlich kompakter, gebe ich zu. Das ist leider der Fall. Beim Balancing musst du je nach Größe vom Balancing bzw. der Größe der Fabrik musst du natürlich dann noch 1, 2, 3 Reihen nach hinten gehen mit den Splittern und mit den Mergern, aber dazu gleich später mehr. Und zwar,
ich habe jetzt hier in diesen Containern hier, ich habe jeweils 1000 Eisenerz hier reingemacht. Ich habe jetzt hier auch noch zusätzlich hier hinten noch was anderes gemacht. Hier wäre ja auch wieder so alles hintereinander geschaltet. Macht im Endeffekt auch nichts. Heißt, bei größeren Mengen, sprich bei Mengen, die eher ans Limit von den Bändern rankommt, vor allem auch dann, wenn zum Beispiel jetzt das MK5-Band oder MK4-Band benutzt wird, wobei eher MK4-Band eher weniger der Fall ist, aber öfters sehe ich das bei MK5-Bändern, braucht man auch einen Unload-Balancer, weil sonst würde sich das irgendwann einmal doch irgendwie zurückstauen oder es würde zum Stottern anfangen. Hier habe ich aber das gleiche noch einmal gemacht in der anderen Form. Heißt, vorne Balancing und hinten auch einfach nur alles in Reihe geschaltet. Ich werde jetzt einmal kurz einmal das Ganze anschalten, werde einen kurzen Zeitraffer anmachen und einen Timer dabei laufen lassen, wie schnell Punkt 1, 2 und 3 funktioniert. Und danach können wir mal die Zahlen locker nebeneinander vergleichen. Ich werde das jetzt einfach so etagenweise machen, dass es einfach zum Anschauen ist. Ich habe natürlich aus Zeitgründen jetzt den dritten da hinten weggelassen, weil sich am Output da eigentlich wenig verändert. Es geht mehr darum, dass die Maschinen alle gleichzeitig zum Laufen anfangen, weil wie es vielleicht hier im Zeitraffer gut zu sehen war, waren die ersten Maschinen lange voll und hier hinten die haben sich kaum bewegt. Klar wird sich das über die Zeit, über die Dauer voll machen, aber darum geht es mir gar nicht bei dem Balancing-Video, weil wenn du genügend Rohstoffe hast, damit hier alles immer voll ist, ist das überhaupt gar kein Thema, das hier so aufzuziehen. Aber da, wo wir jetzt noch hinkommen, wo mir das natürlich sehr wichtig ist und wieso dieses Anlaufen der Maschinen hier im gleichen Moment ist, da werden wir jetzt gleich aufs nächste dann zu sprechen kommen. Und zwar habe ich ja hier eigentlich den klassischen Fall vorbereitet. Du möchtest jetzt einen Raketenantrieb herstellen, also den Thermalraketenantrieb. Hier brauchst du nur 2,5 die Minute, 1 die Minute, 3 Minute, 1 die Minute. Also du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du das alles in diesem System, dass es sich aufwaltet, betreiben willst und du hast natürlich nicht die richtigen Zahlen, ist es vielleicht irgendwo ein Fehler drin. Wie auch immer, gehen wir mal von einem guten Szenario aus, du hast über die gleichen Zahlen, es läuft überall genau das gleiche rein, wo es also quasi der Output ist genau der, den du brauchst. Heißt aber auch jetzt wieder hier, bis sich hier dieser Stack und das, was nach hinten an die Maschine angeschlossen ist, dieser Weg, bis der sich erst voll gefüllt hat. Kannst du dir da natürlich vorstellen, das kann extrem lange dauern, bis irgendwann mal die dritte Maschine da hinten raus funktioniert. Auf dem Papier funktioniert es irgendwann. Aber ich bin jemand, ich kann das natürlich nicht erwarten und bei mir muss alles gleich laufen. Heißt, wie machen wir das jetzt? Ich habe jetzt was vorbereitet und zwar, ich habe einmal zum Demonstrieren die Sachen hier jetzt einmal aufgebaut, die genau die richtige Menge haben, damit hier die Maschinen einmal in dieser Auffaltungsmethode einmal angeschlossen sind und hier hinten einfach als simples Splitting, also als nur als Dreier-Split an einem Splitter aufgeteilt, wie die Funktion anders ist, beziehungsweise was natürlich von den beiden hier als erstes zum Laufen anfangen wird. Ich glaube, du wirst es schon erraten können. Aber wir schauen uns das gleich nochmal an. Ich werde jetzt einmal alle Maschinen anschalten. Dann schauen wir mal, die ersten Kühlsysteme kommen schon. Werden wir mal gucken, wie lange das jetzt braucht. Die nächsten Kühlsysteme, Turbomotor kommt schon. Hier in dem Fall ist der Turbomotor relativ gut aufgeteilt, weil gleich drei Motoren rauskommen. Sprich, die bekommen natürlich da auch zum Glück jetzt die richtige Menge gleich ab. Aber wir werden weiter gucken, ob und wie das jetzt hier gut läuft oder auch nicht gut läuft. Wir werden mal drauf schauen, ob die hier allgemein im gleichen Moment anspringen. Oder ob eins nach dem anderen erst angeht oder wann das nächste ist überhaupt. Ob es überhaupt angehen. Wir werden es gleich sehen. So, jetzt wird es natürlich dunkel. Ist natürlich doof. Die erste Maschine geht an. Die zweite macht jetzt leider noch überhaupt nichts. Nochmal gucken. Schau an, da fehlt natürlich mit Turbomotor und die anderen. Sprich, die erste ist schon voll. Da ist sogar schon noch ein bisschen mehr drin als jetzt in den anderen. Also da fehlt es jetzt natürlich hier gewaltig mit den Sachen. Hier auch wieder. Wir warten noch einen kurzen Moment, bis die zweite vielleicht bald irgendwann mal angeht. Weil
musst es dir so vorstellen. Dieses Band wird dann hier geteilt, dann ist es halb. Geht es hier weiter, ist das nochmal ein Viertel und hier hinten ein Achtel, was ankommt. Da kann natürlich nie die richtige Menge im gleichen Moment ankommen. Weil wir sehen, das läuft jetzt hier schon durch. Gut, eine Minute, hier natürlich 2 Minuten, wo es braucht zum Durchlaufen. Aber bis das jetzt hier irgendwann nochmal zum Laufen anfängt, das kann jetzt natürlich dauern. Oh, schau an, so ein Vorführeffekt. Jetzt ist die schon bei, ja, sagen wir jetzt bei 50% und jetzt braucht, fängt erst der zweite jetzt erst zum Arbeiten an. Kannst du dir natürlich vorstellen, hier so, also nach einer Minute Unterschied, fängt jetzt die zweite an und nach, schauen wir mal, wie lange das jetzt braucht. Es wird noch ein bisschen dauern. Warte mal, da kommt was. Ja, und jetzt fängt dann die dritte auch nochmal irgendwann an zu laufen. Und die ist jetzt schon, ja, 2 Drittel schon durchgelaufen. Kannst dir natürlich vorstellen, das kann ab und an ein bisschen länger dauern. Finde ich natürlich nicht so optimal. Jetzt werden wir die einmal hier kurz einmal abknapsen hier. Die Maschinen nochmal ganz kurz auf On Hold machen. Und dann schauen wir uns mal die andere Situation an, wenn das aufgeteilt ist. So, die Maschinen werden jetzt wieder alle nach und nach angemacht. Dann werden wir gleich mal sehen, wie die nach und nach hier zum Arbeiten wieder anfangen. Die Sachen ausspucken. Und dann sehen wir uns gleich, wenn hier die ersten Sachen gleich angedrötet kommen. So, jetzt wird es gleich soweit sein, dass die letzten Sachen, die modularen Motoren und das Kühlsystem gleich ankommen wird. Dann werden wir jetzt gleich mal sehen, wie jetzt das in der Mitte als erstes angeht. Und mit der nächsten Lieferung, die kommen jetzt da, zack, rechts und jetzt der linke. Es fangen alle 3 Maschinen zur gleichen Zeit an. Also, so ungefähr. Es liegt nicht sehr viel Zeit dazwischen. Man hat ja hoffentlich gesehen, hier die beiden Sachen, hier auf der Seite. Der erste ist natürlich als erstes angegangen. Und die beiden hier, die sind relativ gleich angelaufen. Man sieht ja hier 25, 26%, jetzt hier 22%. Und hier 21%, die laufen gleichzeitig an. Mit so einem System lässt sich natürlich auch besser herausfinden, wo gibt es Probleme, von was tue ich jetzt eine Unterproduktion machen, wo hapert es, weil wenn du das jetzt alles hintereinander hast, ist natürlich die erste Maschine immer voll und denkst, na gut, die anderen Sachen, die werden sich dann irgendwann mal vollfüllen. Aber so kannst du natürlich auch schneller Probleme in deiner Fabrik identifizieren, weil du kommst ja sonst irgendwie nicht dazu, weil irgendwann müsste, weil eine Maschine läuft ja immer. Wenn da immer was drin ist, wenn die als erstes da steht, die futtert, beziehungsweise die arbeitet natürlich immer als erstes. Wenn wir hier ein Defizit haben, dann sehen wir das viel schneller. Hier kommt zwar alles in der richtigen Menge an, heißt auch, wenn du Probleme hast, also sprich eine Unterversorgung hast, hier in diesem System mit dem Balancing, hast du natürlich da viel bessere Karten. Aber Thema Balancing ist jetzt noch nicht zu Ende. Es gibt da noch andere Sachen, die mit dem Balancing da interessant werden. Und die schauen wir uns dann gleich an. Als nächstes habe ich mir jetzt was vorbereitet. Und zwar, was du unter meinen Blueprints findest. Hierzu gerne das verlinkte Video oben checken, wie die Blueprints alle abgehen. Hier haben wir den 4x4 Balancer. Heißt im Groben, wenn du hier jetzt halt unterschiedliche Eingänge hast, macht dieser Balancer, dass hinten die gleiche Menge überall wieder rauskommt. Sprich, ich habe jetzt halt hier einmal zum Beispiel nur einmal jetzt überall 100 reingemacht, bloß um die Theorie zu checken, ob dieser Balancer überhaupt so funktioniert, wie er soll. Werden wir einmal ganz kurz alle Sachen hier anschließen. Die Sachen werden wir jetzt mal hier durchlaufen, das Gummi. Und dann werden wir gleich sehen, wie das jetzt hier im nächsten Moment gleich alles hinten nochmal 100, überall die gleiche Menge drin ist. Sieht ein bisschen wustig aus, aber wir werden gleich sehen, so wenn das letzte durchgelaufen ist, 100, 100, 100, 100. So, was können wir da draus machen? Ich werde jetzt einmal die Stapel nochmal mitnehmen und hinten in unterschiedlicher Menge wieder einfüllen. Habe jetzt hier einmal 150 reingemacht, in der Mitte sind 2x50 und hier sind 150. Und jetzt werden wir mal schauen, wie die Sachen hinten durch den Balancer wieder ankommen, ob es gleich ist, ob es sich verändert hat. Wir werden es gleich sehen. So, jetzt ist es durchgelaufen. Wir werden jetzt gleich einmal gucken. 100, 100, 100, 100. Sowas aber auch. Was soll das nun genau heißen? Du kannst dir jetzt exemplarisch für diese 4
Container und diese vier Container da hinten kannst du dir natürlich hier vor Fabriken vorstellen. Sachen, die jetzt hier rauskommen. Dieser Balancer schaukelt dann alle Ressourcen dann wieder in gleicher Menge wieder dahin, wo sie hingehören. Beziehungsweise es ist ein, soll man sagen, ein Gleichstellungsgerät. Heißt, am Anfang ist es wurscht, wo was, wie, in welche Frequenz irgendwie eingeführt wird. Hinten kommt überall bei allen vier Ausgängen genau die gleiche Menge an. Jetzt haben wir noch ein anderes Beispiel. Und zwar gehen wir nun von dem Fall aus. Ich habe jetzt hier wieder was vorbereitet. Wir haben jetzt hier eine kleinere Fabrik, exemplarisch natürlich. Zwei Konstruktoren, die natürlich jetzt nicht so viel brauchen. Heißt, hier würde eine Maschine etwas zu viel produzieren und der Überschuss wäre irgendwie total für, naja, es wäre halt nie nicht gut ausgenutzt. Und hier hätten wir quasi nur drei, obwohl wir die vierte da drüben bräuchten. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen was Vorstellungskraft, ist ein bisschen vonnöten. Das Ganze kann ziemlich entzerrt sein. Du kannst per Zug irgendwas anbringen, die Mengen stimmen nicht ganz. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch wieder in der Mitte einen Balancer, der allerdings auch ein bisschen anders da funktioniert, weil hier ist nämlich ein Überschussventil drin. Das ist ein intelligenter Splitter, der quasi sagt, alles geradeaus beliebig, alles geradeaus beliebig, aber der rechte, der sagt dann den Überschuss nach links und der linke sagt Überschuss nach rechts. Und das werden wir uns jetzt gleich einmal angucken, wie und wann hier was zum Laufen anfängt. Habe ich den einmal hier gemacht, dass das hier einmal stoppt. Hinten habe ich gebalanced, damit das dann gleichzeitig alles anfängt hier zum Laufen. Und dann werden wir gleich mal beobachten, wie die Sache hier funktioniert. Nachdem, da ist jetzt natürlich kein Überschuss, es wird jetzt die erste Zeit jetzt hier gar nichts rüberfließen. Wir werden aber bald sehen, dass durch diesen einen, der wo hier jetzt zu viel rauskommt, irgendwann einmal hier dieses Band, die Sachen hier hinten einmal bald voll sein werden. Aber das machen wir jetzt in Zeit. So, jetzt lässt sich relativ gut sehen. Bei der linken Produktion staut sich jetzt langsam die Eisenbahn. Die staunt sich jetzt langsam etwas nach hinten an. Die Splitter und die Merchant, die müssen jetzt sich natürlich auch intern noch ein bisschen vollfüllen. Wir sehen vielleicht auch rechts hinten im Bild, siehst du auch, dass da ab und zu mal einer gelb ist. Da kommt jetzt kommen schon die ersten Eisenbahnen rüben an. Sprich, der Überschuss, der jetzt links nicht hingeht, man hat es wieder gesehen, da geht dann wieder links von der linken Bahn geht rechts rüber etwas rein in die andere und über die Zeit wird sich dann das andere Band natürlich auch wieder besser sättigen können, weil hier in dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel so, dass, muss ich dir mal vorstellen, ich habe zum Beispiel eine Fabrik gebaut mit Montageleitsystem, da habe ich in einer ewig langen Reihe was aufgebaut, wollte dann aber dann, beziehungsweise habe auch nicht weiter dran gedacht, so von wegen, ach scheiße, jetzt muss ich dann da auch noch ein paar andere Sachen hinbauen, beziehungsweise die gleichen Sachen müssen für was anderes in einer unterschiedlichen Menge natürlich gebaut werden. Habe ich es natürlich so gemacht, man könnte natürlich hier auch noch Folgendes machen, was ich jetzt gemacht habe. Wenn du sagst, ja gut, wir brauchen jetzt hier hinten nur 60, die jetzt ankommen, da könnte man jetzt natürlich hier draus ein Einserband machen. Weil hier kommen ja jetzt quasi ja 90 raus, weil 30, 3x3, 30, 3x30 sind 90. Würde dann heißen, hier durch das Band alleine würde sich jetzt hier schon was zurückstauen und das von alleine rübergehen. Das können wir uns vielleicht mal ganz kurz nochmal angucken. So, ich habe jetzt einfach da die Eisenbahn einmal rausgenommen und tue jetzt dieses Viererband durch ein Einser ersetzen. Wir werden gleich sehen, dass sich auf der anderen Seite gleich der Balancer wieder anmachen wird, sobald sich das ein bisschen weiter nach hinten gestaut hat. Siehst du? Da kam schon das erste rüber. Da der nächste. Gleich wird nochmal der nächste. Das ist dieser Überschuss des dritten Schmelzis, der dann rechts weitergeleitet wird. Sprich, hier kommt schon mal automatisch die richtige Menge an. Weil man kann zum Beispiel auch hier mit den Förderbändern einigermaßen das schon mal ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen vorfiltern. Dazu natürlich musst du natürlich deine Zahlen wissen, was brauchen deine Fabriken, welche soll ein bisschen eine höhere Priorität haben, beziehungsweise wie viele Teile pro Minute werden da benötigt. Hier in dem Fall sind 60, ganz genau, kann man MK1-Band anschließen, zack, natürlich läuft das sofort. Du kannst das natürlich auch hier wie in dem Fall so machen, dass, wenn du das unbedingt einen großen Wert drauf legst, beziehungsweise die Fabrik natürlich etwas weiter weg ist zum Beispiel, kannst du natürlich hier das Einzelband relativ, sagen wir mal, relativ kurz machen.
Das würde sich nämlich auch zum Beispiel relativ schnell wieder zurückstauen. Und über die höhere Distanz würde jetzt hier ein Vierer- oder ein Fünferband die nächsten Sachen etwas schneller weiter transportieren. Macht aber über Zeit jetzt wenig aus. Und da sind wir jetzt dann auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich habe das Thema Balancing einigermaßen mit den Bändern gut rübergebracht. Wenn noch Fragen sind, gerne unten in die Kommentare. Nicht vergessen, Twitch, da ganz dringend vorbeigucken, dem Caster ein Like da lassen. Hier natürlich gerne auch auf dem Kanal. Und wie kannst du jetzt selber auch Tutorial-Anfragen bei mir einreichen? Unten bei mir in der Beschreibung. Ich habe das Google-Form dazu einmal verlinkt, einen kurzen Text dazu gemacht. Das leitet dich weiter zu Google. Dort bitte so ausführlich wie möglich deinen Videowunsch äußern. Weil anhand dessen kann ich dann dazu ein passendes Video hierzu machen. Bleibt effektiv und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!